Während in der deutschen Fußball-Bundesliga die Saison langsam zu Ende geht, hat sie bei der German Football League gerade erst angefangen. Theobald, der neue Orakelstier der Mönchengladbach Mavericks, hatte es vorausgesagt. Die American Footballer aus der Vitostadt werden in der ersten Liga ihr erstes Spiel gewinnen. Und Theobald hat recht behalten. Denn die Mavericks siegten gegen die Saarland Hurricanes mit 43:14 vor 1542 Zuschauern. Allerdings taten sich die Mavericks zu Beginn schwer und gerieten in Rückstand. Doch dann sorgte ein weiter Pass von Quarterback Fabian Schorn auf Wide Receiver Chris Loma für die klare 13:2 Führung. Ein Befreiungsschlag für den Spielmacher. Da fällt erstmal eine Last von den Schultern und ich habe mich riesig gefreut. Und einfach spitze, direkt nach dem ersten Versuch ein Pass. Super. Von da an lief alles, wie man es in den letzten Jahren von den Mönchengladbach Mavericks gewohnt ist. Sie dominierten das Spiel und gewannen am Ende verdient mit 43:14. Am 1. Mai kommen dann die Berlin Adler in den Warsteiner Hockeypark. Da müssen wir uns steigern, weil Berlin ist ein ganz anderes Kaliber. Und amtierender Europa-Sieger ist gleichzusetzen mit dem Fußball-Champions-League-Sieger und sind Vizemeister vom letzten Jahr. Viele deutsche Meisterschaften gewonnen und es wird eine harte Nummer. Ja.